So, jetzt schließe ich mal kurz an das Thema Go-On an den koreanischen Autor und eine Verfilmung. Ich habe bei diesem Beitrag vor ein paar Tagen noch einen Link ergänzt, weil ich den Film gefunden habe, der auf diesem Roman zum Avadhamsaka Sutra beruht, also diese Geschichte von diesem Sutana, der da in dem längsten Kapitel auf Reisen geht. Und ist verfilmt worden von Chang Sun Wu. Ich versuche mal gerade den zu zeigen hier. Dieser mit dem wilden Haar hat offenbar seit 20 Jahren keinen Film mehr gemacht. Und 99 oder 2000 ist dann noch einer im Berger Kino in Frankfurt gewesen. Der heißt Lies. Waren auch kaum Zuschauer da, als ich den gesehen habe. Er hat es also noch in Programmkino geschafft. Und der Resurrection of a Little Magic Girl von 2002 ist sehenswert und vor allem A Petal, wo es um einen gewaltsam niedergeschlagenen Aufstand, ein großes historisches Ereignis in Südkorea geht. A Petal habe ich nicht gefunden, aber so komme ich jetzt auf einen anderen Film. Und jetzt ist schon wieder das Pausenbild in meinem Fire zu sehen. Und da zeige ich euch doch mal, falls ihr den noch nicht kennt, diesen koreanischen Klassikkanal, der mindestens einen Film pro Monat seit Jahren rausbringt. Korean Classic Films, also das Gegenstück zum MOS-Film, das es da gibt für den russischen Film auf YouTube, die zum Beispiel auch sowas wie Stalker da schon gebracht haben. Und die haben. Wer das noch nicht kennt, also die haben da einige Klassiker drin und unter anderem eben auch, ich zeig's mal, ich will da nichts laufen lassen, obwohl es ja hier offenbar dann quasi lizenzfrei ist, kann man da ja Ärger bekommen mit YouTube und man kann nicht nach den Zuschauern gehen, also da sind so Publikumslieblinge, die wohl von den Koreanern wie verrückt abgerufen werden. Manchmal hat man das Gefühl, ne, vom Bild her, wenn man so im Film drin ist, wie ich, dass es einen Hinweis gibt. Ihr seht, ich habe mir hier schon so Coming-of-Age-Geschichten, die sehe ich mir mal ganz gerne schon angeschaut. Aber da hatte ich auch entsprechend gute Bewertungen. Hier hat sich ein bisschen angelehnt an Kaneto Shindo-Film, war aber deutlich schlechter, diese School Excursion. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich ihn noch sehe. Er heißt jedenfalls Mandala. Und Mandala ist von Im Kwon Taek, also so der ganz großen Gestalt des koreanischen Films, gedreht worden. Und mit einem Darsteller, den ihr bestimmt aus anderen koreanischen Filmen kennt, der dann noch recht jung aussieht. Und seinem Gegenpart, der, finde ich, an IQ angelehnt ist. Und da werdet ihr wirklich eure Freude dran haben, wenn ihr den nicht gesehen habt mit englischen Untertiteln. Und der beruht, und das habe ich erst jetzt, ich weiß nicht, ob ich den mal im Kino gesehen habe oder ob der im Fernsehen lief, vor vielen Dekaden, das habe ich erst jetzt nachgeschaut. Der beruht auf einem Roman, dem einzigen wohl von diesem Autor, den es auf Deutsch gibt, eben auch mit dem Titel Mandala, von Kim Song Dong. Und der Mann hat eine ganz interessante Lebensgeschichte, die im englischen Wikipedia nachzulesen ist. Hat einen konfuzianischen Großvater. Seine Familie war offensichtlich voller Kommunisten und daraufhin wurde er geschasst. Ihm wurden immer wieder Steine in den Weg gelegt. Er wurde buddhistischer Mönch. Da hat er dann aber auch irgendwo Kritik geübt und flog dann raus. Und schließlich wandte sich dem Schreiben zu. Und der muss ziemlich viel in diesem Bereich nicht nur verstanden haben, also man hat da in diesem Film einen Koan, man hat Einsichten, die aber nicht so geballt rüberkommen, dass es einem unsympathisch wird, weil das Ganze auch in schönen Naturaufnahmen gebettet ist und eben diese originellen Figuren. Aber man sieht eindeutig, dass er was vom Zen versteht und
Er hat dazu noch einiges publiziert und wenn ich nicht so schlechte Erfahrungen gemacht hätte mit der koreanischen Literaturförderung, da habe ich mal von erzählt und der Arroganz dahinter, ne? Und wie ich sogar zur Buchmesse eins der wichtigsten Sender überhaupt auf eigene Kosten rausgebracht habe. Nachher hat mir die immerhin der Son, also der koreanische Sennorden, mir und der Übersetzerin so, wir haben uns das geteilt, noch einen kleinen Geldpreis zugeschustert und das Go-Un-Buch, das hatte ich praktisch dann und dieses Buch hatte ich finanziert, weil die eine Fehlüberweisung machten und Geld doppelt überwiesen haben für Bücher, die sie dann in ihre Bibliotheken gestellt haben. Also das so anständig Wahnsinn noch, da was zu bestellen. Habe ich, glaube ich, alles schon mal erzählt, aber es gab dann auch im Nachhinein noch Probleme, auch mit einer Übersetzerin, der ich mal versucht habe, im Tandem, was so oft geschieht bei koreanischer Literatur, zu übersetzen. Es ist wirklich schade, aber es muss ja nicht alles ich machen. Wenn also da jemand irgendwann mal diesen Clip sieht und denkt, das interessiert mich auch, dann wäre das Werk von diesem, ich verlinke ihn dann unten noch, Kim Song-dong zu entdecken und für alle Filmfreunde halt hier der Korean Classic Filmkanal und die Empfehlung für Mandala. Und ja, in Deutschland ist ja der Kim Ki-duk-Film mit dem Bodhidharma im Titel. Ich kriege ihn nicht mehr zusammen, aber ich hieß da so ähnlich wie Warum Bodhidharma aus dem Westen kam. Also so ein klassischer Spruch, ein ziemlich langer Titel, war damals noch auffällig. Heute heißen ja, um den Algorithmus zu ködern, viele Bücher so ewig lange. Ne? Aber alle diese Regisseure gehören zu den Größen in Korea und haben sich diesen buddhistischen Themen zugewandt. Okay, viel Spaß dabei. Wenn ihr jetzt diesen Clip gleich seht, ich lade den hoch, dann bin ich schon wieder am Updaten meiner Websites und da kann ich gleich auch nochmal was zeigen, weil es eben so ein Regentag war und das so eine typische Beschäftigung ist, finde ich, für einen Regentag. Habe ich mal mein Design geändert und ich dachte, ich müsste zu WordPress und da bin ich so schlecht zurechtgekommen wieder, wie damals schon, dass ich doch nochmal die Layouts mir bei Google angeschaut habe, im Blogspot.com und da habe ich jetzt eben dieses hier gefunden, das ungefähr so wirkt wie so ein klassischer WordPress-Blog, ne? Hier eine schöne grüne Überschrift und die Bilder sind in der passenden Größe, wenn ich welche einbaue. Und man kann eben jetzt mal kurz einlesen in die Artikel und dann weitergehen und es steht nicht mehr so viel auf einer Seite. Und ansonsten ist es ganz schlicht mit einer Suchfunktion, mit einem Menü, mit den nötigen Angaben, kleine Titel. Und beim Verlag bin ich jetzt dabei. Da ging das leider nicht so einfach, weil ich mich für ein Design entschieden habe, das ich eigentlich schon mal hatte. Nämlich, sie hatten ein Bild, das ich ganz gut fand, so eine Buddha-Statue, die dann im Anschnitt zu sehen ist, und schwarzen Hintergrund. Und ich wusste schon von damals, als ich das vom Schwarz auf Weiß umgestellt habe, dass da einiges nicht funktionierte. Und jetzt war es noch schlimmer. Ich musste in den Quellcode rein und zum Glück habe ich es schnell verstanden, dass es um die Farbe ging. Ich musste dann nach White oder Background Color White und solchen Sachen suchen, denn die Schrift, die ich ja vorher schwarz auf weiß hatte, die wurde nicht einfach invertiert, also weiß auf schwarz, wovon man ja eigentlich abrät, weil manchmal wollen Leute was ausdrucken, aber wer macht das heute noch? Und man hat diese Funktion ja sogar auf dem Handy, ne? Manche Leute wollen das, die wollen lieber weiß auf schwarz lesen. Und ich mache das jetzt mal. Der Unterschied ist, dass man auch nur noch kurz einliest und dann weiterklicken muss, nicht mehr so viel auf einer Seite hat und das mit dem Scrollen, Runterscrollen der einen Leiste, das klappte irgendwie in beiden Hauptbrowsern nicht mehr, zuletzt komischerweise. Also nutzte das auch nichts, die ganzen Titel da am Rand aufzuzählen. Und jetzt mache ich dafür so Hauptseiten und ordne da gerade ein, aber muss
sehr viel korrigieren in diesem Code. Dabei fällt einem natürlich auch immer was auf, dass Links nicht mehr gehen, so ähnlich wie die YouTube-Clips immer mal verschwinden, die ich in meine Beiträge eingebaut habe. Also das muss man sowieso mal machen und heute war hier kühl und verregnet, da hat das gepasst. Also wenn ihr die Website seht, der Blog konnte leicht umgeschaltet werden, die Verlagsseite ist noch eine kleine Baustelle. Aber es gibt noch ein paar Bücher aus dem Anlass. Als E-Book neu, den Uchiyama, der gerade rausgekommen ist, gedruckt. Und noch ein Samurai-Band, die 100 Regeln des Krieges. Und ich bin dabei, die Harada-Bücher komplett umzustellen. Auch, was heißt umzustellen, die gibt es auch noch gedruckt, aber eben auch als E-Books. Da muss ich erstmal noch nachfragen. Ich hatte zu ein oder zwei die Erlaubnis, aber ich glaube nicht für alle, der Form halber. Habe ich da mal die Gemeinschaft gefragt und dann vielleicht auch noch die vom Julian Braun. Da könnte ich jetzt auch noch eine Geschichte erzählen, aber vielleicht, da müsste ich ihn erstmal fragen, über das Altern, da hat er mir was aus seiner Familie berichtet, da müsste ich ihn erstmal fragen, ob das okay ist. Und jedenfalls habe ich mir gedacht, ich mache auch einen Schwerpunkt für seine Bücher, denn der hat mir gerade gesagt, dass er nochmal, bevor er sich ganz anders beruflich orientiert hat und seine eigene Website aufgegeben und seine japanologischen Schwerpunkte, hat er nochmal sowas wie 11 Bücher quasi zusammengefasst aus seinen eigenen Schriften und Übersetzungen. Und wer sich für klassische Werke interessiert, da der wirklich ohne aufs Geld zu schielen, jahrelang dicke Wälzer übersetzt, der findet da neben seinen eigenen Arbeiten ein gutes halbes Dutzend im Verlag. Ne? Die laufen natürlich nicht so doll, aber noch besser als einiges, was ich geschrieben habe. Ne? Und ich habe mir überlegt, vielleicht ändere ich einfach im Blog, sind die Beiträge ja nach Datum geordnet, vielleicht schummle ich einfach ein bisschen und verschiebe dann die nicht in den Schwerpunkten unterkommen, die weniger beliebten nach hinten oder sowas. Ne? Manipuliere das ein bisschen, aber es sind so viele geworden, dass man da mit Hauptkategorien besser arbeitet. Ne? Okay, Mo habe ich zu Kodo geordnet und Uchiyama zu Deshimaru. Es wäre wahrscheinlich Moho ein bisschen lieber, wenn ich Uchiyama zu ihm ordnen würde. Aber er hat ja die Kodo-Bücher übersetzt, so machte das Sinn. Und von Deshimaru habe ich gar nicht so viel. Ne? Da habe ich früher immer schon überlegt, wie macht man da die Überschriften. Und wenn man dann ungeschickt ist, dann kriegt man nicht genug in diese Spalte rein. Ne? Oder ich habe mal versucht, alles mit einem Buchstaben, zum Beispiel mit K anfangen zu lassen, damit es peppiger ist, ne? Aber letzten Endes bei so einem kleinen Betrieb, wie ich den habe, da interessiert das auch kaum jemanden, wenn man also seine Mühe reinsteckt. Also, es gibt inzwischen dann und demnächst fast alles im Verlag auch als E-Book, also wer Geld sparen will, der kann sich da was runterziehen. So.